Keine Sorge, du kommst noch früh genug hier raus. Hast du gedacht, du wärst frei? Naja, dein kleiner Freund. Er hat so viel durchgemacht. Für gar nichts. Das ist okay. Ich sagte doch, du bist nicht der Held hier. Du bist das Werkzeug. Jetzt kennst du deine Bestimmung. Du kanntest sie von Anfang an. Ja, genau. Das Lied, ey. Das ist die Reinkarnation von Merkel, der Typ. Geht das schon wieder los, ey. Immer dieselbe Kacke hier. Finde dein Furz. Ja, wo seid ihr denn alle? Die Herde keulen. Die Herde keulen. Ja. Herde keulen. Hallo. Keul dich. Schrotflinte. Umsonst. Gut. Trimm die Herde aus. Nimm die Herde aus. Ja. Was bockst du mich eigentlich? Alter, die sterben gleich, wenn ich die Takedown will. Okay. Scheiße, wo bin ich denn hier? Mal lieber die Waffe, oder? Ist schon nervig, der Janko. Bilden die sich ein, ey. Können so viel Psychospielchen machen, wie sie wollen. Am Ende geht das eh wieder den Bach runter hier. Die Herde keulen, nicht Keulen, töten. Keulen. Hui! Dreimal dieselbe Scheiße, ey. Unglaublich. Blied. Ring, ring. Ring, ring, ring! Was geht? Oh, Scheiße. Oh. Was jetzt? Ich habe aus Versehen den Typ da abgeknallt. Fuck. Fuck. Only you can make the darkness bright. Only you. Hey, nur du konntest ihm so nahe kommen. Nur du konntest sein Vertrauen gewinnen. Von Anfang an warst es immer nur du. Gute Arbeit. Geschafft. Prüfung bestanden. Du hast dein Opfer gebracht. Aber jetzt bist du allein. Und du bist schwach. Wir wissen, was mit den Schwachen passiert. Ich pflege die Herde. Ich dünne sie aus. Ich bin da draußen und warte auf dich. Das war Jacob. Das hatten wir schon mal. Ronnie, Parker. So macht er das doch. Und wir haben ihn reingelassen. Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob. Und du tötest. Oder wenn ich dich das nächste Mal sehe,
Gott, helfe mir. Töte ich dich selbst. Was zur Hölle? Ich frage mich, ob man dann automatisch trotzdem geschossen hätte oder ob was anderes passiert wäre. Scheiße. Ich war zu schnell, Alter. Ich bin alter Call of Duty Veteran. Das geht innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde bei mir. Das ist so unfair. Aber das kann doch nicht sein. Das war doch irgendwo. Keine Ahnung. Ja, toll. Wurde auch Zeit, dass du dich zeigst. Ich dachte schon, ich müsste dich holen kommen. Hab mir schon Sorgen gemacht, du wärst weich geworden. Aber du bist ein Soldat. Mach dich kaputt! Was? Wolfsköder? Oh nee, ey. Der Mist. Weine nicht, Eli. Er war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Der uns allen den Ärger erspart. Also müssen ja auch noch welche auftauchen hier. Ah, wer schießt mich denn ja? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Frag mich echt, wie das sonst getriggert hätte werden sollen hier. Naja. Was? Ach, schießt doch wie ihr wollt, ey. Scharfschützen überall. Warum sind die auch am Arsch der Welt da, die Dinger? Ich glaube, stimmt hier, Alter, bei dem Lied vor allem, ey, da gibt's wieder Copyright sein Vater, ey. Du bist Fleisch. Fleisch, ja, du auch. Die Klappe. Ist es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dreht? Eli, Fred, du wirst vom Boden verfallen. Würdest du sie wirklich schützen wollen, ein Held sein wollen, brächtest du dich um. Das wäre für alle besser. Ich spawn aber immer neu, das ist ein Problem, Digga. Scheiße, wollte er sagen. Bestimmt. So, jetzt wird hier mal ein bisschen Party gemacht. Falsch. Ey, gib mir meine Waffe zurück. Ey, Schnauzeköter. So, wo muss ich denn hin? Wo müssen wir denn hin? Ja, da oben wahrscheinlich, da zu diesem Berg da, wo die Krone ist. Kann man den nicht lenken? Ja. Willst du mich verarschen, du Affe, ey? Fliege! Halt einen noch hier. Ey. Eine Kleidung.
Hund, ey. Habe ich eigentlich hier so wenig. Ich weiß nicht, ey. Hund. Ist doch ein cooles Ende für den. Oder versteckt er sich da noch? Ah, im anderen Winkel, ey. Dann schicke ich ihm Luftpost. Stell dir mal vor, ey. Gehst gar nicht da hoch, ey. Kannst schwer einfach zu treffen. Oh, jetzt muss ich ihn aber. Da hält, glaube ich, ein bisschen zu viel aus, ey. Da boxe ich den von Berg runter, ey. Hä, von wo denn, Alter? Ey. Von allen Seiten, ey. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen. Ich war extra mit der. Die Musik, ey, oh. Eine Psychomückentechno, ey. Kleine Missgeburt von Fliegen, ey, Alter. Meine Güte, der stirbt einfach nicht, der kleine. Hier bleiben. Ich plündern. Ich brauch. Uni. Oh, der geht mir am Sack, der Typ. Dämon, Alter. Bin ich der Master Chief oder was? Ey, das gibt's doch gar nicht. Versteckt sich direkt, wenn ich ihn mit einem Raketenwerfer. Wenn man auf den zielt und so. Direkt einen auf. Gib den einfach einen Facekick, ey. Wo ist der denn? Bin schon da. Ja. Mal plündern. Boah, $16 hatte der dabei, geil. Hast du wieder aussieht, ne? Kann ich nicht mal einmal Keulen leisten, ey. Kommen sehen. Ihr habt ja die Fresse weggeschossen, der läuft da immer. Spricht. Das ist nicht von Belang, er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf. Imperien fallen. Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg. Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt. Aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt. Ganz pünktlich. Wie bestellt. Und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst.
Oh, Leo! Bist fertig mit deiner Predigt? Das ist noch platt. So. Ach, ja, Jacob. Wir wissen, wie das hier, ne, irgendwie läuft. Ich weiß es zumindest, aber ich sage das erst am Ende. Das ist nämlich was für Hirnakrobatiker, das Spiel. So, muss jetzt 2 Kilometer zum... Verpiss dich aus meinem Leben, Fliege! Ah! Ach, ich kann hier den Hubschrauber nicht nehmen. Hör mal, das Viech, Alter, das ist unglaublich. Jacob! Und dann geht's klar, wahrscheinlich in der nächsten Folge, wahrscheinlich schon zum Joseph, wa? Ja, eigentlich schon fast fertig hier. Mit den Psychos. Aber Far Cry, ey. Die haben immer so Psycho-Antagonisten, ey. Ja, die Welt ist halt krank, ne? Ja, das ist ja klar, aber Katze bringt ja alle nichts. Stimmt ja alles so, ne? Aber nervig, dass man das Spiel nicht so beenden kann, wie man will. Man hier immer einen vollgelabert kriegt, ey. Warum stand da nicht gerade direkt Kopfschuss, ey? Bam, halt die Fresse, so weißt du. Oh. Ha! 100 Jahre schafft das eh nicht mehr, die Menschheit ohne Krieg. Ich dachte, wäre jetzt Ende, aber stimmt ja, beim Johnson war ja auch nochmal zum Bunker, glaube ich, gefahren, ne? Mhm. Diese Waffenkammer ist eine verdammte Festung, in der es vor Peggys nur so wimmelt. Ah, so doch wimmelt. Jacobs Schlüssel bringt dich da rein, aber das ist noch der leichte Teil. Die werden auf dich vorbereitet sein. Eli hatte irgendwelche Pläne von diesem Ort. Ich versuche mal rauszufinden, wo sie Pratt gefangen halten. In der Zwischenzeit. Nur ein einziger steht da draußen, oder was? Da oben. Lalalalala. Lalalalala. In the morning. Nicht, dass hier wieder ein Hubschrauber ankommt. Komm. Diesmal. Hä? Nee, ich sehe aber nichts. Einfach rumballern. Wo sind die denn? Ja, wir müssen da so oder so rein. Vorher passiert hier wahrscheinlich nichts Großartiges. Ah! Ach, hier im Busch immer. Die Buschmänner, ey. Die keulen die Bäume. Ein Waldschrat, ey. Das sind diese Sektenhainis, die sind nur am Labern. Bla bla bla. Das Psychosenjunge ist der, ne?
Hä? Trefft euch unten an der Treppe. Nix. Wie? Mit wem denn? Was will das Spiel denn jetzt von mir? Birthday. Ja, weil sie hier wieder durch den Bunker ballern müssen, ist ja Wahnsinn. Hey, was willst du denn von mir? Alle bei dir anscheinend. Was? Ist das Schlimmste, was man jemals sein kann? Hm? Nein, nicht schwach. Ich meine, träum. Ah, Scheiße. Voller Meuchel-Rusher hier, ey. Ach, jetzt haben wir auch noch solche hier. Du hast Jacob getötet. Ich hab sie alle getötet. Eigentlich wollte ich Jacob auch dahin bringen, aber den konnte man ja nie aufheben. Sie machten mich stark. Und jetzt sind sie schwach. Und die Schwachen werden gekeult. Gekeult. Meine Güte. Müssen wir erstmal einen auf die Oma geben, den Typ. Die Whitehead sind ehrliche Leute, keine Frage. Die kämpfen für die gute Sache. So. Wird der mal wieder richtig dick. Das hier, weißt du, was es ist? Ein Schutz vor dem, was kommen wird. Aber es ist noch nicht vorbei. Er sagte mir, der Stoß
Der läuft einfach an dem Affen vorbei. Ich glaube das nicht. Hier läuft ja wieder richtig gut. Der Clown liegt am Boden, er wurde gekeult. Was geht ab hier? Ich hab gar nichts. Wow. Ja, genau. Was? Hab ich den jetzt auch noch gekillt? Sieht schon geil aus mit der Mütze. Nee, Clowns- der ist so neu. Halt die Klappe. Das war diese scheiß Panzertypen, ey. Hey, wir können hier nicht bleiben. Ach, wirklich? Hätten wir hier schon der Ausgang? Das ist aber irgendwie verschlossen. So, dass ich sie nie aufmachen kann. Triggern hier. Blub, blub. Mal heil. Ja, so, Jacob ist ja weg im Tierheim. Kann er dann an sich selbst keulen? Wie ein richtiger Hund kann er sich selbst sauber lecken. So, ja, dann geht's ja jetzt, ne, eigentlich nur noch Richtung Superpriester. Wir haben alle auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust. Familie. Freunde. Falsch hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Er war mein Freund. Und ich werde ihn vermissen. Du bist nicht schuld, Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Geld wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst. Breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja. Wir
diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Für die schon. Edens Geld endet heute. Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern hier an diesen Bäumen hängt. Ja! 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 Und somit sind sie nicht besser als dieselben. Jeder hat seine Gerechtigkeit. Oh. Ein weiteres Siegel wird geöffnet. Meine Familie, meine Brüder, meine Schwester, sie sind mir genommen worden. Von einer Schlange. Ja. Oh Mann. Ich dachte, ich kenne Gottes Plan. Doch, ich lag falsch. Ich war blind. Aber lohnt sich. Meine Familie, mit ich deine bekomme. Also begrüße ich sie mit offenen Armen. So wie ich dich willkommen heiße. Wir erwarten dich dort, wo alles begann. Der Psycho ist zu einem Entschluss gekommen. Was kann das sein? Das erkläre ich euch in der nächsten Folge mal ganz ausgiebig. Alter. Das ist lustig. Da muss man ein bisschen mit sich in der Psyche rumboxen, Alter. Alles vernünftig zusammenschließen und so weiter. Dann kommt man drauf, was da die richtige Entscheidung ist. Auch wenn sie am Ende dann wieder falsch wirkt, aber... Auf jeden Fall, keine Entscheidung ist schlechter als diese Fliege hier, diese blöde. Voll geil, Alter, die Rotze da. Ich hab auch noch nie gesehen. Was war das denn, ey? Du bist auch gerade so vor mir so boing aufgeploppt, ey. Kriegsopfer. Oh. So, ja, wie? Ja, wir müssen jetzt zu dem Macker... Eigentlich könnten wir sogar eine Schnellreise hinmachen, aber ich werde da. In der nächsten Folge werden wir da einmarschieren mit einem Hubschrauber. Das wäre. Egal, ich sag euch in der nächsten. In dem letzten. Ja, wird wahrscheinlich die letzte Folge vom Hauptkapitel. Mal gucken, ob ich dann hier mit dem DLC so abgeht. Naja, ansonsten. Sag ich mal. Zusammen und stell dich Joseph Seed ein für alle Mal. Er wartet bei seiner Ach so, wo alles begann. Ja, ja, jetzt habe ich das bekommen. Ja, wo alles begann, wird alles erklärt. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.